Endgame. Globale Versklavung. Deutsch. Das Potenzial für den desaströsen Aufstieg ungerechtfertigter Macht existiert und wird bestehen bleiben. Die geheimen Organisationen der globalen Machtelite sind nicht länger geheim. Man nennt es die Bilderberg-Gruppe. Könnte ihr Ziel globale Dominanz sein? Oh oh. Sie sind die Elite. Sie meinen, sie müssten die Welt zugunsten ihrer eigenen selbstsüchtigen Interessen leiten. Lasst uns niemals groteske Verschwörungstheorien tolerieren. In diesem Film werden Sie erfahren, wie unsere Welt wirklich regiert wird. Aktien fielen um 98% und Rothschild war daraufhin in der Lage, die gesamte britische Wirtschaft für Kleingeld aufzukaufen. Um das Jahr 1900 war Deutschland eine aufstrebende Macht und der Anführer der Industrierevolution. Hier, Germany, Digga, interesting. Geschichtsunterricht mit Alex Jones und Leon Lovelock, Bro. Hunderte Jahre an Übung machten die Briten zu Experten darin, ihr Imperium hinter Marionettenregierungen und Räten zu verbergen. So. Im Jahr 1954 traf sich die Elite heimlich im Bilderberg-Hotel im holländischen Österbeck. Da ging's los, sagst du? Wir stehen kurz vor einer globalen Transformation. Alles, was wir brauchen, ist die passende große Krise und die Nationen werden die neue Weltordnung akzeptieren. David Rockefeller. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiel keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein, welches heißt Endgame. Globale Versklavung. Deutsch. Das wird definitiv ein Aluhut. Würdiges Video. Deswegen sage ich euch jetzt schon, legt die Aluhüte bereit. Miese Recherche, Daumen nach oben, Kommentärchen schreiben, Kanal abonnieren, Mitglied werden auf diesem Kanal. Und jetzt würde ich sagen, Kitte Peter los, Digi. Und los. Gucken wir mal, Digga. Das wird hier jetzt miese Mystik, Freunde. Also ganz tief rein jetzt. Und los. Zahllose Menschen werden die neue Weltordnung hassen und bei dem Versuch sterben, gegen sie zu protestieren. H.G. Wells, wer war das? Ich erschien vor dem Kongressausschuss, um zu erzählen, was ich von Aktivitäten weiß, die zu dem Versuch führen könnten, eine faschistische Diktatur zu installieren. Das Potenzial für den desaströsen Aufstieg ungerechtfertigter Macht existiert und wird bestehen bleiben. Bereits das Wort Geheimhaltung hat in einer freien und offenen Gesellschaft eine abstoßende Wirkung. Kennedy, Digi, rest in peace. Und wir als ein Volk sind von Natur aus und historisch betrachtet Geheimgesellschaften, geheimen Schwüren und geheimen Vorgehensweisen abgeneigt. Präsident Bush hat ein offizielles Abkommen unterzeichnet, welches den Vereinigten Staaten, so wie wir sie kennen, ein Ende machen wird. Und er unternahm diesen Schritt ohne Zustimmung durch den US-Kongress oder durch die Bürger der Vereinigten Staaten. Die geheimen Organisationen der globalen Machtelite sind nicht länger geheim. Man nennt es die Bilderberg-Gruppe. Könnte ihr Ziel globale Dominanz sein? Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ich bin Jim Tucker. Ich jage die Bilderberger seit 30 Jahren. Ich werde die Hunted in Manhattan niemals aufgeben. Der Plan der Bilderberger für die ganze Welt ist nichts Geringeres als eine Weltregierung. Das ist mir überhaupt nicht geheuer. Wer hat diese Typen gewählt, um den Planeten zu lenken? Sie sind die Elite. Sie meinen, sie müssten die Welt zugunsten ihrer eigenen selbstsüchtigen Interessen leiten. Jetzt können wir sehen, wie eine neue Welt in unser Blickfeld rückt. Eine Welt, in der es eine sehr reale Aussicht gibt auf eine neue Weltordnung. Das ist der Vater von W. Bush, ne? Die Bilderberger machen große Fortschritte auf dem Weg zu einer Weltregierung. Und nur eine gebildete und informierte Öffentlichkeit kann ihnen Einhalt gebieten. David Rockefeller gibt in seinen eigenen Memoiren zu, dass er die Vereinigten Staaten zerstören will. Alex, Digga, komm mal. Der Bruder Masterschwurbler, sein Vater. David Rockefeller gibt in seinen eigenen Memoiren zu, dass er die Vereinigten Staaten zerstören will. Er ist ein Verräter. Ich freue mich, wieder beim Rat für auswärtige Beziehungen zu sein. Wie Pete erwähnt hatte, bin ich seit langem ein Mitglied und war sogar Direktor für eine gewisse Zeit. Ich habe das nie erwähnt während meiner Kampagne zur Wiederwahl zu Hause in Wyoming. Lasst uns niemals groteske Verschwörungstheorien tolerieren.
Sie müssen sich bitte vom Grundstück entfernen. Es sind ein paar Schüsse gefallen. Genau dort sind Bilderberger. Der Trans-Texas-Korridor ist ein essentieller Teil, denn wenn wir ihn in Texas aufhalten, dann stoppen wir die neue Weltordnung genau hier in Texas. Diese Sache hat hier begonnen. Das ist eine miese Doku, Digga, glaube ich. Und um dieses Land zu retten, machen wir dem verdammten Ding den Garaus. Es besteht. Ist doch der Film von Alex Jones, oder? Ist das von Alex? Eine Chance, dass der Präsident der Vereinigten Staaten einen Begriff in die Realität umsetzen kann, den sein Vater benutzte. Und zwar eine neue Weltordnung. Eure neue Weltordnung wird scheitern. Die. Sieht so aus, wa? Menschheit wird euch besiegen. Die Antwort auf 1984 ist 1776. Alex Jones presents, Bruder. Jetzt sind wir drin, Freunde. Also definitiv dann Aluhut würdig, Digga. Schwurbelei, sein Vater. Also da sind wir drin, Freunde. Da sind wir definitiv jetzt drin. Endgame. Blueprint for Global Enslavement. Woo! In der nahen Zukunft wird die Erde von einer mächtigen Weltregierung dominiert. Ehemals freie Nationen sind nun Sklaven, die dem Willen einer verhältnismäßig winzigen Elite unterworfen sind. Die Menschheit erwartet den Anbruch eines neuen, dunklen Zeitalters. Länder sind ein Ding der Vergangenheit. Jede Form der Unabhängigkeit wird attackiert. Die Familie und das Individuum sind kurz vor dem Aussterben. Fast 80% der Erdbevölkerung wurden eliminiert. Der Rest einer freien Menschheit ist gezwungen, in stark kontrollierten, kompakten Städten zu leben, welche Gefängnissen ähneln. Stark kontrollierte, kompakte Stadtteile, hat der gemeint, ne? So Smart City-mäßig, wa? Der Verkehr ist stark eingeschränkt. Superautobahnen verbinden die Megastädte miteinander und verhindern, dass die Bevölkerung... Oder wie heißen die Dinger? 10-Minuten-Städte? 20-Minuten-Städte? Wie hießen die nochmal? Nicht autorisierte Zonen betritt. Keine menschliche Aktivität ist privat. Supercomputer mit künstlicher Intelligenz chronologisieren und katalogisieren jede Handlung. Ein Gefängnisplanet, dominiert von einer unbarmherzigen Bande von Control-Freaks. 15, Digga, genau 15 Minuten habe ich nicht gesagt und die heißen 15 Minuten Städte. Ne? Ey, man muss auch ganz klar sagen, ne, wann kam der Film raus hier, die Doku, 2009? Irgendwas in die Richtung? Alex Jones war auch schon immer jemand, der komischerweise auch sehr viel predicted hat, so, ne? Politisches und vom Weltgeschehen und vom politischen Geschehen, so. Der hat teilweise krasse Dinge vorausgesagt. Heftig. Aber wenn du mies in der Mystik drin bist, dann kannst du auch mehr sehen, als wenn du dich nicht mit diesen ganzen Themen auseinandersetzt. Und der ist ja schon seit Jahrzehnten in der Recherche drin, so. Ganz tief in der Recherche drin. 15 Minuten Städte noch nie gehört. Echt jetzt? Google mal. Deren Macht niemals herausgefordert werden kann. Dies ist die Vision der globalen Elite, ihr Ziel. Ein Programm völliger Dehumanisierung, in dem die Wissenschaftsdiktatur das Gesetz ist. Ein weltweites Kontrollnetz, entworfen, um auf ewig das Machtmonopol der Herrscher zu sichern. Unsere Spezies wird zu dieser albtraumhaften Zukunft verdammt sein, falls die Massen nicht über den Masterplan der neuen Weltordnung aufgeklärt und nicht dafür mobilisiert werden, ihn zu stoppen. Die von einer verschlossenen Gruppe errichteten Lehrsteine von Georgia sind das Testament des Georgia Guidestones, heftig. Plans der Elite für eine Weltreligion, ein Weltgesetz, ein Weltgericht, sowie für eine Weltarmee, um dies alles durchzusetzen. Auf den Steinen ist verewigt, dass die Bevölkerung niemals 500 Millionen Menschen überschreiten darf. In diesem Film werden Sie erfahren, wie unsere Welt wirklich regiert wird. Sie werden sehen, wie streng geheime Organisationen ineinandergreifen und ein weltumspannendes Geheimdienstnetzwerk formen.
Diese Gruppe steuert die Ereignisse auf dem Planeten seit Hunderten von Jahren. Jetzt, in der finalen Phase der Operation, trifft sie Vorkehrungen für eine offen proklamierte Weltregierung. Ein Ziel, welches Tyrannen durch die gesamte Geschichte hindurch ersehnt hatten. Dr. Michael Kaufman ist ein Ökologe, der mehrere bedeutende Veröffentlichungen vorweisen kann. Er ist spezialisiert auf die Erforschung von Ökosystemen, Forstökologie und die Klassifizierung von Ökosystemen. Dr. Kaufman spielte eine Schlüsselrolle bei der Blockierung des Übereinkommens über biologische Vielfalt im US-Senat. Das Konzept einer neuen Weltordnung gibt es schon seit Jahrhunderten. Es gewann wieder einigen Auftrieb in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Präsident George Bush Senior benutzte es häufig in seinen Reden und sagte implizit damit aus, dass er wirklich eine neue Ordnung will, in der wir eine universelle bzw. globale Form der Regierung haben, unter der jedes menschliche Wesen auf dem Planeten Erde sich gegenüber Richtlinien verantworten muss, die auf der internationalen Ebene erstellt werden. Das hört sich schon so crazy an, ne? Klingt nicht schlecht im ersten Moment mit den 15-Minuten-Städten. Ja, Bro. Das ist ja das Ding. Also die verkaufen uns ja im Endeffekt alle Dinge so als was Positives, was erstmal nicht schlecht klingt so. Aber du musst ja halt weitere Gedanken machen und wie das dann umgesetzt wird auch, weißt du? Und dass du dann eventuell, wie in China teilweise, nicht mehr so oft in andere Städte reisen darfst oder auch nicht einkaufen darfst in andere Läden, weil die nicht in deiner 15-Minuten-Region sind und solche Geschichten. Also das ist... Natürlich verkaufen die das uns als positiv, genauso wie mit dieser biometrischen Bezahlung und dieser Überwachung von deinen Daten die ganze Zeit, damit die dir auch schon Krankenwagen schicken können, bevor du überhaupt weißt, ob du krank bist. Aber du musst dir halt eins bewusst machen, du bist dann in der totalen Kontrolle drin. Du bist dann nicht mehr frei, weißt du? Und das ist ja das Thema. Im Endeffekt, weißt du, die werden uns immer diese neuen Weltordnungsdinge so verkaufen, als ob die positiv sind. Es klingt immer alles schön und gut, aber wenn du weiter darüber nachdenkst, um was das eigentlich wirklich bedeutet, dann wirst du merken, dass Freiheit immer geringer werden wird. Es ist eine große Idee, eine neue Weltordnung. Präsident Bush hat gesagt, dass eine neue Weltordnung der richtige Weg sei und dass sie darauf hinarbeiten würden. Die Vereinten Nationen sind Teil dieser Regierung. Sie arbeiten im Moment in signifikantem Maße auf eine nordamerikanische Union hin. Deshalb gibt es sehr viele Leute in Washington, die sich nicht sehr um unsere Grenzen scheren. Die vertreten die philosophische Position, dass nationale Souveränität nicht wichtig wäre. Das ist auch der Grund, weshalb ich sehr deutlich zu bedenken gegeben habe, dass wir nicht in den Vereinten Nationen sein müssen für unsere nationale Sicherheit. Krass. Es ist wirklich immer das Gleiche. Man geht in der Geschichte zurück, das Römische Imperium, die Sowjetunion, Hitler während der Nazi-Herrschaft. Es wurde immer gesagt, dass das Utopia für den Durchschnittsmenschen geschaffen werden sollte. Die Geschichte zeigt jedoch immer, dass genau das Gegenteil eintrifft. Facts. Eroberungen und Imperien sind so alt wie die Zivilisation selbst. Babylonien, Ägypten und Griechenland. Sie alle schufen Imperien bei dem Versuch, die Welt zu regieren. Das römische System dominierte auf seinem Höhepunkt die gesamte bekannte Welt. Komplexe Regierungssysteme wurden entwickelt, um verschiedenartige Bevölkerungen zu kontrollieren. In der Zeit vom 15. bis 19. Jahrhundert tauchten neue Imperien auf und führten Kriege um die Vormachtstellung. Boah, das ist eine tiefe Doku, ne? Die geht tief rein, Digga. Der Adel sowie die prosperierende Händlerklasse wurden finanziert von einer Handvoll Privatbanken. Viele der großen Geldhäuser sicherten ihre Wetten ab und finanzierten beide Seiten eines Krieges. Ausgeklügelte Netzwerke von Nachrichtendiensten gaben den Finanziers einen deutlichen Vorteil gegenüber den Regierungen, über die sie langsam die Kontrolle gewannen. Am 18. Juni 1815 beobachteten Agenten des britischen Zweigs der Rothschild-Familie, wie der Kaiser Napoleon Bonaparte verzweifelt darum kämpfte, seine Armee vor einem britisch-preußischen Zangenangriff zu retten. Ein Rothschild-Agent konnte die Neuigkeit von Napoleons Niederlage durch Lord Wellington an Nathan Rothschild übermitteln. 20 Da sind sie wieder, die Rothschild-Jungs innen. Stunden bevor die Meldung London erreichte. Nathan, das Oberhaupt des britischen Zweigs der Rothschild-Familie, verbreitete das Gerücht an der Londoner Börse, dass Napoleon den Krieg gewonnen hätte. Aktien fielen um 98% und Rothschild war daraufhin in der Lage, die gesamte britische Wirtschaft für Kleingeld aufzukaufen. Oh.
Als die Neuigkeit von Napoleons Niederlage letztendlich eintraf, schossen die Aktien in die Höhe. Großbritannien war nun der unangefochtene Herrscher Europas und Rothschild beherrschte England. Crazy. Das bereits dominierende britische Imperium wurde sogar noch offensiver. Die britischen Truppen und Bürokratien verbreiteten sich weltweit. Die Sonne ging nie unter auf Britannias Reichsgebiet. Das Bankenkartell hat etwa seit dem Jahr 1800 beide Seiten fast jedes Krieges finanziert. Und es bekommt natürlich die Zinsen für die Kredite, die es den verschiedenen Regierungen gegeben hat, welche an den Kriegen beteiligt sind, deren Entstehung durch die Mithilfe der Banker begünstigt wurde. So, für diese Leute gibt es keine Seite. Um das Jahr 1900 war Deutschland eine aufstrebende Macht und der Anführer der Industrierevolution. Hier, Germany, Digga, interesting. Es gab absolut keinen Grund, den Ersten Weltkrieg loszutreten. Abgesehen davon, dass es eine ideale Gelegenheit war für das Bankenkartell, um einen Haufen Geld zu machen, in dem beide Seiten des Krieges finanziert wurden. Am 28. Juni... Und Deutschland, ich glaube Deutschland, wie er selber gesagt hat, aufstrebende Macht und so, davor hat man auch Angst gehabt. Deswegen musste man das auch irgendwie kaputt machen, weißt du? 1914 wurde auf den Thronerben von Österreich-Ungarn Erzherzog Franz Ferdinand während einer Reise in einer Fahrzeugkolonne ein Attentat verübt. Die Schwarze Hand, eine serbische Geheimgesellschaft mit Verbindungen zu den französischen und britischen Geheimdiensten, bekannte sich zur Tat. Der Erste Weltkrieg hatte begonnen. Bruder, das ist jetzt hier Geschichtsunterricht, ne? Geschichtsunterricht mit Alex Jones und Leon Lovelock, Bro. Schwurbel-Geschichtsunterricht. Also das, was ihr in der Schule quasi nicht beigebracht habt, bekommen habt, so. Geil. Finanziert von Rothschild-kontrollierten Banken in Deutschland, Frankreich, England und Österreich, belieferten alle Kriegsteilnehmer. Mindestens 20 Millionen Menschen wurden in dem Krieg getötet. Es war ein solch schrecklicher Konflikt, dass die Menschen schworen, nie wieder zu kämpfen. Man nannte es den Krieg, der allen Kriegen ein Ende machen würde. Ekelhaft. Die Frage ist, warum wollten sie Krieg? Erstens für Geld und Macht. Zweitens, sie wollten die League of Nations gründen. Dies war von Anfang an geplant gewesen und sobald der Krieg sich dem Ende neigte, begannen sie, die Idee einer League of Nations zu entwerfen, damit so etwas nie wieder geschehen könne. Hunderte Jahre an Übung machten die Briten zu Experten darin, ihr Imperium hinter Marionettenregierungen und Räten zu verbergen. So. Vorgeblich, um alle zukünftigen Konflikte zu verhindern, schlugen sie vor, dass alle Länder einer League of Nations beitreten sollen. Ihre wahre Absicht bestand darin, dass die Liga als ein Rahmenwerk für eine Weltregierung dienen sollte. So NATO-mäßig, wa? Vorläufer von NATO oder was? Präsident Woodrow Wilson, der die Erschaffung des privaten Federal Reserve Systems in den Vereinigten Staaten im Jahr 1913 angeführt hatte, unterstützte vehement die Formierung der League of Nations. Woodrow Wilson war ein sehr naiver Präsident. Er war im Prinzip ein Universitätsprofessor, der für dieses ganze System rekrutiert wurde. Die League traf sich 1919 in Paris. Aber viele Nationen erkannten sie als Bedrohung für ihre Souveränität und verweigerten den Beitritt. Frustriert durch die Blockade der League of Nations durch den Kongress, schufen die britischen Geheimdienste mit Hilfe der Rockefeller-Familie 1921 den Rat für Auswärtige Beziehungen in New York. Der Rat rekrutierte die besten und klügsten Amerikas, um das Anwachsen des angloamerikanischen Imperiums zu unterstützen. Der CFR erklärte offen, dass er die Aufgabe hätte, alle Nationalstaaten abzuschaffen zugunsten einer allmächtigen Weltregierung unter Kontrolle einer zahlenmäßig winzigen Elite. Bis zum Jahr 1930 hatten sich die Befürworter der Weltregierung in zwei zusammenhängende Lager aufgeteilt. Die fabianischen Sozialisten hatten ihr Zentrum in London, die Faschisten in Italien und Deutschland. Der Nationalsozialismus wird seine eigene Revolution benutzen, um eine neue Weltordnung zu etablieren. Adolf Hitler. Krass.
Unterstützer der Faschisten in den Vereinigten Staaten und England glaubten, dass das Militär eingesetzt werden sollte, um die Welt schnellstmöglich in eine neue Weltordnung zu transformieren. Die fortschrittlicheren Vertreter des Globalismus hingegen verlautbarten, dass ein schrittweises Vorgehen der sichere Pfad zur globalen Dominanz wäre. Der mit der Ehrenmedaille des Kongresses ausgezeichnete Major General Smedley Butler wandte sich im Jahr 1934 an die Öffentlichkeit, um den Versuch der Raubbarone zu enthüllen, einen militärischen Sturz der Vereinigten Staaten zu starten. Der Kriegsheld sagte vor der McCormick-Dickstein-Committee im Kongress aus, dass manche der mächtigsten Männer in Amerika versucht hatten, ihn zu rekrutieren, um einen militärischen Staatsstreich anzuführen, damit sie den Nationalsozialismus in den Vereinigten Staaten einführen können. Oha, Digga. Voll interesting, Digga. Ich wusste gar nicht Bescheid bei diesen ganzen Sachen. Ich bin da auch gar nicht so richtig im Thema, deswegen laber ich auch nicht so viel. Deswegen hören wir einfach mal ein bisschen zu, Digga, oder? Ich erschien gemäß einer Vorladung von dem Komitee des Kongresses, des höchsten repräsentativen Parlaments des amerikanischen Volkes, um zu erzählen, was ich von Aktivitäten weiß, die, wie ich denke, zu dem Versuch führen könnten, eine faschistische Diktatur zu installieren. Ich sollte eine Organisation von 500.000 Mann anführen, welche dazu fähig gewesen wäre, die Funktionen der Regierung zu übernehmen. Die Faschisten hatten auch in England stark Fuß gefasst. Edward VIII., der König von England, war gezwungen, den Thron aufzugeben wegen seiner öffentlichen Unterstützung von Hitler. Was es sich dabei nicht nur um das negative Problem der Bekämpfung dieser Lehre und ihrer Organisation handelt, sondern um die Durchführung der positiven Aufgabe der Gewinnung des deutschen Arbeiters für den nationalen Staat. Trotz der Stärke des von Deutschland angeführten Lagers der Faschisten konnte der Block der Fabianschen Sozialisten die Kontrolle über die USA, Russland und England behalten. Der Fabianische Block, Alter. Miese N24-Vibes, aber Schwurbel N24, mein Jutster. In der Anlaufphase des Zweiten Weltkriegs und während des Konfliktes finanzierten die Banker wiederum beide Seiten, genau wie bei Napoleon. Digga, das war einfach Deutschland, musst du ja mal reinziehen, jo. Nach dem Aufstieg und dem Fall des Dritten Reiches lag Europa in Trümmern. Crazy, Bro. Digga, das musst du dir mal überlegen. Wir waren damals mal in Berlin in so einem Museum, da haben wir uns reingezogen, wie zertrümmert auch Berlin und so war, ne? Deutschland generell. Gab es ganz wenige Städte, die untouched waren. Heidelberg war eine Stadt zum Beispiel, die nicht zerbombt haben, aber das musst du dir, das lag alles in Schutt und Asche, Digga. Alles. Die Leute haben Hunger. Bro, das können wir uns heutzutage gar nicht mehr vorstellen, weißt du? Und wir haben auch. Wir fühlen das auch gar nicht mehr richtig so, auch wenn das in anderen Ländern oder auf anderen Teilen der Erde gerade passiert, das Gleiche jetzt in Palästina zum Beispiel oder so. Wenn man sich überlegt, dass wir auch mal solche Zustände hatten hier im geordneten Deutschland, wo alles funktioniert. Weißt du? Unvorstellbar. Wieder behauptete die Elite, dass nur eine Weltregierung die Menschheit vor der sicheren Vernichtung retten könne. Und dieses Mal konnte die Elite erfolgreich ihr globales System installieren. Im April 1945 wurden die Vereinten Nationen am Marinestützpunkt Presidio in San Francisco von den Siegermächten des Zweiten Weltkriegs gegründet. Erstmal schön Antarktis-Vertrag gemacht, Digi. Der UN-Komplex wurde dann in New York City auf einem Grundstück errichtet, welches... Du musst dir überlegen, dann war Deutschland einfach geteilt. Ich habe mit meiner Mutter vorhin so eine DDR-Doku reingezogen während dem Essen. Und dann, das ist auch so eine Sache, die man sich nicht richtig vorstellen kann. So, ne? Dass einfach bei uns hier das Land einfach aufgeteilt war. Einfach mit einer Mauer so durchgezogen. Und Berlin auch einfach durchgezogen. Und dann gab es nicht mehr Deutschland. Bruder, es gab DDR und BRD. Das ist auch so... Mindfuck irgendwie. Die Rockefeller gespendet hatte.
Kurz nachdem die globale Elite die Vereinten Nationen als ihre Operationsbasis in den Vereinigten Staaten geschaffen hatte, begann der neu gebildete Weltrat bald, an der nächsten Phase des Planes zu arbeiten, die schrittweise Formierung von kontinentalen Superstaaten. Der erste Schritt in ihrem trilateralen Plan war die Schaffung der Europäischen Union. Crazy. Die Vereinigung von Europa war viele Male versucht worden und extrem unpopulär. Während Napoleon und Hitler bei dem Versuch gescheitert waren, mit Gewalt ihr Ziel zu erreichen, hatten die Globalisten Erfolg mit einer verdeckten Vorgehensweise. Die Briten führten die Schaffung des Europarates am 5. Mai 1949 an. Es wurde behauptet, dass der Londoner Vertrag nur Handelsbeziehungen zwischen europäischen Staaten etabliere, vergleichbar mit NAFTA und GATT in Nordamerika. Die wahre Absicht war die Bildung eines europäischen Superstaates. Wir werden eine Weltregierung haben, ob sie wollen oder nicht, durch Eroberung oder Zustimmung. James Warburg im Komitee des Senats für Auswärtige Beziehungen, 17. Februar 1950. Im Jahr 1954 traf sich die Elite heimlich im Bilderberg-Hotel im holländischen Oosterbeek. Da ging's los, sagst du? Die Bilderberg-Gruppe gab später zu, dass ihre Mission die Bildung der EU gewesen war. Krass. Sobald die EU unter dem Tarnmantel von Handelsabkommen errichtet war, nahm man eine Nordamerikanische Union sowie eine Asienunion in Angriff. Die drei zusammenhängenden Superstaaten bilden den Kern der Weltregierung, wohingegen die UN weltweit als Exekutivorgan und Verwaltung für die Regionen der Dritten Welt operiert. Die Bilderberg-Gruppe setzt sich zusammen aus den Anführern der einzelnen Schattenregierungen, welche die verschiedenen Länder steuern. Stellen Sie sich die Machtstruktur der Elite auf dem Planeten als gigantische Pyramide vor, bei der nur die absolute Elite sich an der Spitze des Schlusssteins befindet. Die Organisation bewahrte strikte Geheimhaltung, sodass bis Mitte der 1980er Jahre die kontrollierten Konzernmedien deren Existenz noch abstritten. Bis in die späten 1990er Jahre bestand die... Krass, das war auch wieder eine Verschwörung erstmal, ne? Bilderberger. Also, genauso wie die Bohemian Grove und solche Geschichten. Alles war eigentlich erstmal eine Verschwörung. Eine Verschwörungstheorie, sorry. Berichterstattung nur aus vereinzelten, einzeiligen Erwähnungen. Mit dem Aufstieg der alternativen Medien fing ihre vormals eiserne Kontrolle über den Informationsfluss an zu schwinden. In den Randbereichen der Bundeshauptstadt fanden sich heute schwarze Limousinen mit getönten Fenstern bei einem Hotel ein, wo private Sicherheitskräfte eine eiserne Kontrolle ausübten. Die Limousinen beförderten Mitglieder von Königshäusern, einflussreiche politische Vermittler sowie die mächtigsten Individuen aus der Industrie zu einem geheimen Treffen, welches das gesamte... Gibt es die Bilderberger eigentlich immer noch oder ist das jetzt so der heutige WEF geworden dann irgendwie mäßig? ...Wochenende lang andauern wird. Man nennt sie die Bilderberg-Gruppe. Könnte ihr Ziel globale Dominanz sein? Rund alle vier Jahre treffen sich die Bilderberger in Nordamerika. Im Juni 2006 flogen wir nach Ottawa, der Hauptstadt Kanadas und der Veranstaltungsort der Konferenz in jenem Jahr. Gibt's immer noch, wa? Während der langen Geschichte der Bilderberger wurden viele Reporter, die versucht hatten, über die Gruppe zu berichten, schikaniert, festgehalten und sogar eingesperrt. Ich versicherte scherzhaft meinen Kameraleuten, dass die Horrorgeschichten, über die wir gelesen hatten, wahrscheinlich übertrieben waren. Ich lag falsch. Wir wissen, dass Reporter an Flughäfen festgehalten werden, dass Leuten die Einreise verwehrt wird. Wir wissen, dass Leute für 3-4 Stunden in eine Zelle geworfen werden. Das passiert ständig. Nun, dieses Mal ist es Alex Jones passiert. Sie gaben zu, dass die Bilderberger Druck auf die Regierung ausgeübt hatten, um die Sicherheitsmaßnahmen zu erhöhen und dass deswegen alles hier geschehen ist. Mir wurde das von 2 verschiedenen Leuten gesagt. Wer ist da, hingereist und haben die in Hubs am Flughafen oder was? Sie haben unsere Daten gestern und heute stundenlang durchkämmt, um irgendetwas Belastendes zu finden. Natürlich war da nichts. Es war einfach furchteinflößend. Ich bin schon überall auf der Welt gewesen und ich habe nichts Vergleichbares erlebt. Es waren Stunden voller Erniedrigung.
Sie fragten, warum sind Sie hier? Und ich sagte, um von einem politischen Ereignis zu berichten und hoffentlich mit Parlamentsabgeordneten zu sprechen. Ich habe alle Fragen beantwortet. Es war klar, dass ich keine Bedrohung darstellte. Es war klar, dass ich keine Vorstrafen hatte. Es war klar, dass ich zur Presse gehörte. Es war klar, dass ich hierher kam, um Leute zu interviewen. Mieser Verschwörungsmystiker, Digi. Das war der Grund. Vor 4 Monaten in Madrid, Bro. Echt? Oliver Majuzda? Sagten mir eine Weile vorher, dass man mir die Einreise verwehren würde. Dann sei die aufgetaucht und alles veränderte sich. Was ist nun dein Plan? Mein Plan ist, loszuziehen und zu versuchen, Jim Tucker zu interviewen, zum Bilderberg-Treffen zu fahren und vielleicht noch ein paar Mitglieder bei ihrer Ankunft zu erwischen. Ich versuche immer noch, einen Dokumentarfilm zu drehen. Alex Jones ist crazy, ne? Anstatt um 8 Uhr morgens hier zu sein, wenn die Bilderberger, über 100 Mitglieder der weltweiten Elite, beginnen, hier aufzutauchen, kommen wir so um 3:30 Uhr nachmittags an und versuchen, manche aus der Elite bei ihrer Ankunft zu erwischen. Was glauben Sie, steht auf der Agenda beim diesjährigen Bilderberg-Treffen? Die debattieren den Angriff gegen den Iran. Die sprechen darüber, wie sie Hugo Chavez ausschalten können. Die sprechen darüber, wie sie ihre amerikanische Union durchsetzen können, welche die amerikanische, kanadische und mexikanische Souveränität zerstört. Wir sprechen also davon, dass der Tod Kanadas, der Tod eurer Souveränität dort drin gerade stattfindet. CNN hat sogar berichtet, dass diese Individuen neben ihren anderen wissenschaftlichen Weißbüchern auch jene Politikleitfäden durch den Rat für Auswärtige Beziehungen herausbrachten, die den Vereinigten Staaten ein Ende machen werden, Kanada ein Ende machen werden und Mexiko ein Ende machen werden. Rund 10 sind schon angekommen. Sie sind ohne Eile hier angekommen, üblicherweise in großen schwarzen Fahrzeugen mit scheinbar kugelsicheren Fenstern. Und wir haben ein paar Bilder von manchen der Leute machen können. Wir werden in großem Abstand von dem Gebäude ferngehalten durch einen Haufen Sicherheitskräfte. Es werden im weiteren Verlauf noch mehr Sicherheitskräfte auftauchen. Nur als Erinnerung, bleiben Sie fern von dem Grundstück. Das bin ich. Das hier ist die Linie. Wir haben das mit der Stadt geklärt. Who's that? Ich bin von hier, die ganzen Verschwörungsmystiker hier am Rand und machen Fotos von den Eliten. Ich küsse euer Herz. State New York hierher gekommen. Ich hatte ein Zimmer gebucht, lange im Voraus. Ich bin um 10 Uhr abends eingecheckt und sie sagten, ich müsste das Hotel um 8 Uhr morgens verlassen. Ich erklärte mich einverstanden. Ich war nicht glücklich darüber, denn ich war müde gewesen und bin eine ziemlich lange Strecke gefahren. Dann bin ich runtergegangen, um etwas zu essen, und ich sah eine Gruppe Sicherheitskräfte. Ich fragte mich, was los war, und ich stellte Fragen, und sie sagten, es würde eine Hochzeit oder irgendeine Art von Empfang stattfinden. Ich entschloss mich, ein paar mehr Fragen zu stellen, denn es war irgendwie seltsam. Dann sah ich von meinem Hotelfenster aus, wie sie hinter dem Hotel mit ihren Taschenlampen die Bäume ableuchteten. Die waren auch vorne am Hotel und schienen das Hotel zu durchkämmen. Ich wunderte mich, was vor sich ging. Ich stand dann heute Morgen auf, checkte aus, und der letzte Typ, mit dem ich gesprochen hatte, sagte, Sie werden alles aus der Zeitung erfahren. Darauf musste ich nicht mal warten, denn eine Gruppe von Leuten hier draußen erzählte mir alles, was vor sich ging. Die können niemanden noch länger für dumm verkaufen, wenn so viele Polizisten hier sind und sie Alex Jones an der Grenze festhalten. Filmt ihn von beiden Seiten. Yeah, du Gauner, du wirst ins Gefängnis gehen wie Ken Lay. Tschüss. Gauner. Oh ja, da ist einer von ihnen. Hi. Hey, wir sind nicht ihr Eigentum. Wir sind nicht ihre Sklaven. Wir werden über die neue Weltordnung siegen. Der Alex, Digga, das ist der selber, gell? Den kenne ich doch hier in der Scheibe. Die neue Weltordnung wird besiegt werden. Schön, dass Sie das erkennen. So läuft es immer in der Geschichte.
Das ist echt eine miese Recherche, meine lieben Freunde. Der ist vor Ort auch, der Bruder. Weißt du, der fährt da hin, wo die sich treffen und so. Das Next Level auf jeden Fall. Müsste man eigentlich auch IRL-Stream mal aufs nächste Bilderberger, Jungs? Was sagt ihr dazu? Da hat sich doch auch Bohemian Grove reingeschleust und so. Ganz krass. Hey, that's a boss. Boss is leaving. Etienne Davignon ist der Ehrenvorsitzende der Bilderberg-Gruppe und der Anführer des leitenden Gremiums. As well as the head of its steering committee. Das Gremium, welches er anführt, wählt jedes Jahr die Teilnehmer aus und lädt sie ein. Im vergangenen Jahrzehnt wurden die Teilnehmerlisten von Maulwürfen innerhalb der Organisation an Reporter übermittelt. Der Veteran unter den Zeitungsreportern Jim Tucker berichtet seit über 30 Jahren über die Treffen der Bilderberg-Gruppe. Also so sehen OG-Schwurbler in Amerika aus, seht ihr das? Aber über 20... Oh, schön, die Kippe neu, Alter. ...brenzen persönlich vor Ort. Wir fuhren zu unserem Hotel zurück, um zu sehen, ob Jim Tucker die Liste von 2006 bereits erhalten hatte. Ich hörte 1975 zum ersten Mal von den Bilderbergern und ich sagte, das glaube ich nicht, das ist nicht möglich. Was zur Hölle sind die Bilderberger? Ich verbrachte 20 glückliche Jahre bei Regionalzeitungen. So ein Hut aus Alu, ne? Wäre ich auch dabei, Mercedes, was läuft? Ich bekam die Meldungen von allen Nachrichtenagenturen. Das kann nicht vor sich gehen, ohne dass ich davon weiß. Was mich als erstes wirklich beeindruckt hat, waren zwei ausführliche Leitartikel 1957 vom ehrenwerten Westbrook Pegler, ein Schreiber, dessen Arbeit in vielen Zeitungen veröffentlicht wurde, darüber, wie rund 100 Führungsfiguren des internationalen Finanzwesens, Staatsoberhäupter, hohe Regierungsfunktionäre, sich hinter verschlossenen und von bewaffnetem Wachpersonal beschützten Türen auf der hermetisch abgeriegelten Jekyll Island treffen. Was treiben diese mächtigen Internationalisten und warum ist es so geheim? Warum haben sie bewaffnetes Wachpersonal? Warum ist es abgeriegelt? Die Zeitungen ignorierten es vollkommen. Kein einziges Wort. Komplette Nachrichtensperre in den Vereinigten Staaten. Seitdem habe ich nie aufgehört, Bilderberg zu jagen. Der sagt, seitdem habe ich nie aufgehört, Bilderberger zu jagen. Weißt du, wie ich meine? Das sind die mies in der Recherche hängen gebliebenen JungsInnen auch. Da gibt's keinen, bruh. Das ist eine Lebensaufgabe geworden jetzt. Fühle ich aber auch. Seitdem habe ich nie aufgehört, Bilderberg zu jagen. Die gesamte internationale Gangsterorganisation, angeführt von den Rockefellers und den Rothschilds, die zugunsten ihrer eigenen selbstsüchtigen Interessen die Welt manipulieren. So. Jim, du wartest immer noch auf die Liste. Normalerweise bekommst du sie am ersten Tag. Du hast sie noch nicht erhalten. Uns wurde gesagt, sie könnte heute antreffen. Wie wichtig ist diese Liste? Sie ist absolut essentiell. Wie wir es immer tun, auch wichtig, um herauszufinden, wer nicht auf der Liste steht. In den vergangenen Jahren schickte jemand aus Europa Kopien mitsamt den Briefköpfen und so weiter, ohne sich zu identifizieren. Ich habe bislang noch nicht von ihm gehört. Die Bilderberger haben ihren Namen im Jahr 1954 übernommen, bei ihrem ersten Treffen im Bilderberg Hotel. Es ist ein bisschen so wie bei Wie es euch gefällt von Shakespeare. Man fragte Shakespeare, wie wollt ihr das Buch nennen? Und er sagte, wie es euch gefällt. Was bedeutet, wie auch immer ihr es nennen wollt. Man dachte, er hätte den Titel diktiert. Eines seiner Theaterstücke heißt also, wie es euch gefällt. Der Titel hat nichts mit dem Stück zu tun. So kamen die Bilderberger zu ihrem Namen. Die Geldklasse trifft sich seit einem halben Jahrhundert jedes Jahr. Die Treffen sind weit im Voraus geplant. Darüber hinaus gibt es noch andere, kleinere Treffen über das Jahr verteilt. Ist das die richtige Art, Jim? Nein. This
Das ist die globale Regierung. Sie legen die Agenda für die Welt fest. Jetzt in diesem Moment entscheiden sie dort drin, ob es einen Krieg gegen den Iran geben wird oder nicht. Sie entscheiden, ob die Steuern steigen werden oder nicht. Ob Ölpreise niedrig gehalten oder angehoben werden. Es stehen noch viel mehr Dinge auf der Agenda, die wir nach und nach erfahren werden. Aber das sind die drei Themen, die dieses Jahr sehr weit oben auf der Liste stehen. So eine OG-Schwurbler gibt es in Deutschland nicht so viele, ne? So mit dem Baujahr von dem Bruder hier. Und das war 2009, ich weiß gar nicht, ob der noch unter uns weilt. Aber so eine OG-Schwurbler gibt es in Deutschland nicht so heftig, oder? Weil die sind halt wahrscheinlich undercover unterwegs. Sowieso hier in Deutschland die meisten Schwurbler undercover unterwegs, Bruder. Das ist Jim Tucker, meine Damen und Herren. Er berichtet seit 27 Jahren über diese Ganoven. Mr. Tucker, er freut sich, zu treffen. Die Medien sagten, er wäre verrückt. Es würde nicht existieren. Jetzt haben wir sie unter Druck gesetzt. Das werden wir dann sein. So, safe. Ja, safe. Digga, als Opa so geil. Mies die Enkelkinder voll schwurbeln. Da freue ich mich schon drauf, ja. 120 der mächtigsten Menschen der Welt. Staatsoberhäupter aus Europa, hohe Regierungsfunktionäre aus den Vereinigten Staaten, vom Finanzministerium, vom Weißen Haus, vom Außen- und Verteidigungsministerium. Sie legen in diesem Moment die globale Agenda fest. Der Grund für die Geheimhaltung ist, weil sie unmoralische Dinge tun. Gute Taten werden am helllichten Tage vollbracht. Hi, wie geht's Ihnen? Verlassen Sie bitte das Grundstück. Jim hat ein paar Fragen für Sie. Sie müssen das Grundstück verlassen. Dies ist Privatbesitz. Das ist ein öffentlicher Gehsteig. Oh ja, wir kooperieren. Danke, bis zum öffentlichen Gehweg bitte. Es gibt keinen Anlass zu denken, dass wir nicht kooperieren bis würden. Bis zum Gehsteig bitte und bleiben Sie sicher, dort. Ja, danke. Jim hat ein paar Fragen für Sie. Nochmal, Sie müssen hier am Gehsteig bleiben. Vielen Dank. Wir haben bei der Stadt nachgefragt. Das Grundstück beginnt eigentlich genau hier. Außerdem... Gut, das Grundstück beginnt eigentlich genau hier. Wir stehen kurz vor einer globalen Transformation. Alles, was wir brauchen, ist die passende große Krise und die Nationen werden die neue Weltordnung akzeptieren. David Rockefeller. Wir stehen kurz vor einer globalen Transformation. Alles, was wir brauchen, ist die passende große Krise und die Nationen werden die neue Weltordnung akzeptieren. David Rockefeller. Wir sahen David Rockefeller. Die gingen hinten am Hotel und sie hatten keine Bodyguards. Einer meiner Freunde rief, hey, Rockefeller! Und er drehte sich um und sah ängstlich herüber. Hey, Rockefeller! Stell dir vor, du siehst den Kelp einfach so. Mein Name ist René, ich bin aus Manitoba. Ich bin rund 26 Stunden gefahren, um hierher zu kommen und zu zeigen, dass ich gegen die Bilderberger bin, um für meine Freiheit und meine Rechte zu kämpfen und um sicherzustellen, dass meine Kinder in einem freien Land aufwachsen können. Mein Name ist Daniel Estelin und ich mache das schon seit 15 Jahren. Ich bin aus Kanada und sehr stolz auf mein Land, denn wie du sehen kannst, kamen viele hierher zur Bilderberg-Konferenz. Letztes Jahr brauchte ich 14,5 Stunden bis nach München. Ich wurde in Mailand aus dem Flugzeug geholt, ich wurde in München aus dem Flugzeug geholt. Krass. Verhörte mich jeweils 4 Stunden lang an beiden Flughäfen. Ich konnte einen befreundeten Journalisten in Rom anrufen und aufgrund seiner Präsenz und der Präsenz von anderen Leuten, die das Außenministerium in Italien anriefen, machte man einen Rückzieher und ließ mich gehen. Die sagten mir im Prinzip, dass man mich rund um die Uhr beobachten würde. Zimmern in dem kleinen Hotel, in dem Jim und ich übernachteten, waren CIA belegt und 3 vom deutschen Geheimdienst. Das zeigt, wie ernst diese Leute die Sache nehmen und wie viel Angst sie davor haben, was wir über die Bilderberger der Öffentlichkeit enthüllen könnten und was wir auch tatsächlich enthüllen. Daniel Estelin hat bereits über 15 Jahre lang von den Bilderberg-Treffen in Nordamerika und Europa berichtet. Krass, das ist auch ein OG-Master-Schwurbler. Sein Buch Club Bilderberg wurde in mehr als 20 Sprachen übersetzt und ist ein weltweiter Bestseller. Estelin hat von vielen Bilderberg-Treffen in der Vergangenheit Fotos geschossen. Der Rockefeller-Frontmann Henry Kissinger ist immer ein essentieller Teilnehmer. Hier sehen Sie den Präsidenten des Rates für Auswärtige Beziehungen, Richard N. Haas, gefolgt vom Vizevorsitzenden von Rothschild Europa, Franco Bernabé, der sich mit Henry Kravis unterhält.
Hinter den beiden befindet sich Richard Holbrooke, der ehemalige US-Botschafter für die Vereinten Nationen. Hier sehen Sie den Direktor von Daimler Chrysler, Jürgen Erich Schrempf, bei seiner Ankunft via Helikopter. Hier begleitet der Besitzer der Washington Post, Donald Graham, Indra Nooyi, die Chefin von PepsiCo. Königin Beatrix von den Niederlanden, deren Vater Prinz Bernhard den Club Bilderberg gründete. Der Coca-Cola-Prinzenkönige, Digga, heftig. Der ist eine Führungsfigur der Gruppe. Da ist er, Digga. Bruder, der sieht für mich aus wie ein Teufel, sag ich dir ehrlich, ne? Mit den Augenbrauen und so. Bruderherz. Der Kingpin der Gruppe. David Rockefeller sieht aus wie ein Dämon, Digga. Guck den her. Bro. So stelle ich mir Satan vor, wenn der runterkommt und mit dir Vertrag macht mäßig. Weißt du, was ich meine? Allison, David Rockefeller, hier zu sehen mit seinem Bodyguard James Ford, ist natürlich immer anwesend. Hier sehen Sie Paul Wolfowitz beim Treffen im Jahr 2005. Zu diesem Zeitpunkt war er gerade erst zum Weltbankchef ernannt worden. Es wurde berichtet, dass Wolfowitz bereits frühere Treffen besucht hatte, als er immer noch stellvertretender Verteidigungsminister war. Ja, kann sein, dass die auch medizinisch nicht... Ich glaube, es ist die Seele einfach, die krank ist bei den Leuten. Ich finde dieser John... ist das John D. Rockefeller, Digga? John D. hat selbe Vibes, Bro. Bruder, die haben komische Vibes in den Augen und so. Digga, du siehst das, Bruder. Da stimmt irgendwas nicht. Weißt du, was ich meine? Was einen Bruch des Logan-Gesetzes darstellt. Unter dem Logan-Gesetz ist es ein schweres Verbrechen für jedes Mitglied der US-Bundesregierung oder der Regierungen der US-Bundesstaaten, sich mit ausländischen Regierungsmitgliedern zu treffen, ohne die ausdrückliche Genehmigung des Präsidenten oder des Kongresses. Einfach ausgedrückt, es ist zur Vermeidung von Korruption und Spionage illegal für Mitglieder der Regierung, sich heimlich hinter verschlossenen Türen mit ausländischen Machthabern zu treffen. Aus diesem Grund nehmen viele prominente Politiker an dem Treffen teil, ohne dass ihre Namen auf der offiziellen Liste auftauchen. Trotz des Logan-Gesetzes steht der Name des Gouverneurs von New York, George Pataki, auf der Liste und wir konnten ihn zusammen mit David Rockefeller am Brook Street Hotel auf Video festhalten. Mehrere Leute... David Rockefeller hat ja angeblich 6 Herztransplantationen, vielleicht deswegen. Brook Street Personal Bericht. 6 Herztransplantationen. Dass Hillary Clinton einen halben Tag lang anwesend war. Mehrere gepanzerte Limousinen mit Diplomatenkennzeichen fuhren mit einer Polizeieskorte zum Hotel und transportierten ihre Passagiere bis ins unterirdische Parkhaus, außerhalb des Blickfeldes der Presse. Der ehemalige Weltbankpräsident James Wolfensohn starrte kühl auf unsere Kameras. Bro, der auch. Guck's dir an. Die haben halt keine Seele, ne? Oder die Seele ist halt zu. Geblockt. Starrte kühl auf unsere Kameras. Die sind wütend darüber, dass sie entlarvt werden. Da bin ich sicher. Sieh dir die getönten Scheiben an. Die wollen nicht gesehen werden. Die wollen nicht, dass irgendjemand weiß, dass sie hier sind. Also ich bin sicher, dass sie verärgert sind. Wir sind hier, um sie bloßzustellen. Denkst du, dass sie wütend darüber waren, dass sie heute auf der Titelseite der Lokalzeitung gewesen sind? Denkst du, dass sie dort drin jetzt gerade die Zeitung lesen, Jim? Ja, ich denke nicht, dass sie glücklich darüber sind. Sie bevorzugen es, überhaupt keine Publicity zu haben. Sie bevorzugen absolute Geheimhaltung. Ja, du schaust besser weg. Wir sind nicht deine Sklaven. Ich gehöre dir nicht. Alex Jones, Digga, mit seinem Sprich. Hast du eine Liste von den Teilnehmern bekommen? Nein, ich habe unter einem leicht abgeänderten Namen danach gefragt und ich weiß nicht, ob ich sie bekommen werde oder nicht. Es könnte heute passieren. Jedes Mal, wenn ich in den letzten 3 Jahren zu meinem Hotel zurückkam, wartet dort eine Kopie auf dich. Es ist nicht einmal so, dass ich die Quelle nicht preisgeben will. Ich kenne die Quelle selbst nicht. Das Fax hat immer den Bilderberg... Krass, die kriegen einfach Dinge zugespielt, die kennen die Quellen nicht und so. Bro, das sind die echten Recherchierer. Krasse Typen, ja. Direkt vor Ort. Haben da irgendwelche Quellen und so. Wild. Was ein nettes Andenken ist. Es gibt ja auch Leute, die sagen, dass so ein Alex Jones zum Beispiel kontrollierte Opposition ist irgendwie so und dass der extra installiert wurde, dies, das. Ich glaube nicht. Aber es gibt bestimmt den ein oder anderen Schwurbler, der extra installiert wird, ne? Oder kontrolliert wird auch von den Jungs innen. Perfekt. Alex? Ja?
Das ist Chalabi, nicht wahr? Du meinst, es war Chalabi? Es sah so aus. Das war ein fetter Kerl, ja. Das war Ahmed Chalabi. Ja. Who's that? Oh mein Gott, dann werden sie wirklich den Iran angreifen. Ist der Iraner? All die Informationen, die durchsickern, haben sie in den letzten Jahren ganz schön aus der Ruhe gebracht. Deshalb wird es immer schwerer. Aber es wird niemals zu schwer für uns werden, angesichts der erstklassigen Insiderquellen. Leute, die für die Bilderberger arbeiten, vom Secret Service, aus der nächst unteren Ebene der Bilderberger, wie die Büromitarbeiter, das Verwaltungsbüro. Sie sind unsere Augen und Ohren. Und jedes Mal, wenn sich etwas ereignet, bekommen wir die Information. Ich glaube, das ist die Queen. Siehst du sie? Wenn die Leute vom Secret Service, die die Bilderberg-Delegierten beschützen, das Personal oder die Köche hören, was all diese furchtbaren Leute besprechen, sind sie normalerweise die Ersten, die uns aufsuchen und die Ersten, die sicherstellen, dass wir die Informationen über das Treffen bekommen. Krass, die Hotelmitarbeiter? Wir sind sehr vorsichtig mit den Informationen, die nach draußen gelangen. Wir bestätigen die Quellen 2, 3, 4 Mal, um sicherzustellen, dass die Informationen stimmen. Die Bilderberger haben bisher absichtlich viel Desinformation verbreitet, um die Berichterstattung zu sabotieren. Deshalb veröffentlichen wir nie etwas unmittelbar, ohne es zu prüfen. Das sieht aus wie Rockefeller. Jeder muss das tun, was er amazing findet. Die Entscheidungen, die diese Leute treffen, beeinflussen nicht nur die Wirtschaft, sondern auch die Politik, die Umwelt, kurz das gesamte Spektrum. Diese Entscheidungen werden von einer sehr elitären Gruppe hinter verschlossenen Türen getroffen, dieses Jahr im Brook Street Hotel. Wir werden in diese Entscheidungen nicht eingeweiht. Wir dürfen nicht hören, was sie besprechen, aber wir werden definitiv im Laufe der nächsten 12 Monate die Konsequenzen dieser Entscheidungen spüren, wenn Ereignisse scheinbar zufällig geschehen, die in Wirklichkeit in diesem Jahr hier im Brook Street Hotel vom 8. bis 11. Juni geplant worden waren. Was bedeutet es, wenn 120 der mächtigsten Leute der Welt zusammenkommen, um sich mit Regierungsfunktionären zu treffen? Ich halte das für erstaunlich. Das bedeutet, sie planen die Agenda der Konzerne, nicht die Agenda des demokratischen, menschlichen Fortschritts, meiner Meinung nach. Mussolini definierte das so: Wenn die Interessen der Konzerne alle anderen Interessen übersteigen, das ist Faschismus. Es sollte besser Korporatismus genannt werden. Nenne es Korporatismus oder Faschismus, Neoliberalismus, Neokonservatismus. Es gibt eine Bandbreite an politischen Begriffen, abhängig davon, von welcher politischen Richtung man kommt. Das ist philosophisch auch. Was all die Begriffe beschreiben, ist das völlige Ende der Demokratie. Das Ende von dem, was dem Volk etwas bedeutet. Gab es überhaupt richtige Demokratie, ist die Frage. Gab es das überhaupt jemals? Ich glaube nicht. Das Ende für den Fortschritt der Menschheit. Aus diesem Grund halte ich das hier für abscheulich. Meine Damen und Herren, wir sind heute hier in Kanada, um uns gegen die Bilderberg-Gruppe zu erheben, welche versucht, die Souveränität der Vereinigten Staaten loszuwerden. Die Wahrheit über eure Weltregierung ist nun enthüllt worden. Wir wissen, dass ihr ruchlos seid. Wir wissen, dass ihr keine Skrupel habt. An David Rockefeller und die Repräsentanten der Rothschilds, an die Königin der Niederlande und den Rest von euch. Der Alex, Digga, haut einfach mit Megafon die Ansagen raus hier vor dem Ding, Bro. Wir sagen euch, dass ihr nicht unsere Königinnen, unsere Könige oder unsere Götter seid. Wir gehören euch nicht. Wir sind nicht eure Sklaven. Wir als freie Menschen stellen uns euch entgegen. So wie sich die freien Menschen seit Anbeginn der Zeit den Tyrannen entgegenstellen, den Schurken, den Unterdrückern. Wir werden eure Weltregierung bezwingen. Wir werden die globalen Steuern bezwingen.
Wir werden euer Kontrollnetz bezwingen. Gott steht auf unserer Seite. Ich stehe vor dem Schöpfer des Universums. Und wie unsere Gründungsväter im Jahr 1776 bitte ich den Schöpfer des Universums, uns zu führen, zu leiten und anzuweisen und uns die Macht zu geben, die Voraussicht, den Verstand und den Willen, um uns eurer gesamten Agenda entgegenzustellen. So, stark, Alex, stark, stark, stark. Darunter euer letztendlicher Plan zur Reduktion der Weltbevölkerung um 80%, den Henry Kissinger im Jahr 1973 verfasst hatte. Warum versetzt ihr die Impfstoffe mit Quecksilber oder das Wasser mit Natriumfluorid? Warum? Warum versetzt ihr die Impfstoffe mit Krebsviren? Warum habt ihr inzwischen abgereichertes Uran in 4 verschiedenen Ländern eingesetzt? Ihr seid arrogant. Ihr habt die Krankheit, die Eliten in ihren Elfenbeintürmen durch die gesamte Geschichte hindurch hatten. Ihr glaubt, ihr werdet unbesiegbar. Ihr seid bereits jetzt am Scheitern. Eure neue Weltordnung wird fallen. Die Menschheit wird euch besiegen. Die Antwort auf 1984 ist 1776. Bester Mann, Digga, Alex. Mein Jutster. Bilderberg ist eine Eliteorganisation, bei deren Treffen folgende Richtlinien vorgesehen sind. Nachdem das Personal geprüft wurde, wird den Leuten genau mitgeteilt, wie sie sich verhalten sollen. Das bedeutet, sie dürfen die Konferenzteilnehmer nie direkt ansprechen. Sie dürfen sich nur äußern, wenn sie vorher angesprochen werden. Sie dürfen ihnen nicht in die Augen sehen. Sie müssen sich den Konferenzteilnehmern, welche Rechtshänder sind, von der rechten Seite nähern und den Linkshändern... Einer sagt, Mann, das hören die doch gar nicht da drin. Weil es ist ja auch mehr oder weniger, das ist ja so ein symbolischer Akt. Weißt du? Wer weiß, vielleicht haben die ein oder anderen Jungs innen das auch gehört. Aber es geht ja einfach nur um die, zu zeigen, ich bin hier, weißt du? Und wir lassen uns nicht unterkriegen und ich hau dir auch Ansagen raus. Der ist das mehr oder weniger. Weißt du? Aber wer weiß? Vielleicht haben die es auch gehört. Ich weiß es natürlich nicht. Linken, sie dürfen sie nie direkt ansehen. Natürlich ist es überflüssig zu erwähnen, dass all die während den Konferenzen besprochenen Informationen unter keinen Umständen nach draußen gelangen dürfen. Das ist, was ihnen gesagt wird. Ihnen wird gedroht, dass sie in ihrem Berufsfeld keinen anderen Job mehr finden würden, falls sie Informationen der Presse offenbaren. Botschafter Richard Holbrooke dachte, dass ihn der Pöbel nicht erkennen würde, wenn er einen Spaziergang auf dem Gelände des Brook Street Hotels macht. Krass, die steppen da einfach so rum. Holbrooke lachte, als ich ihm zurief, seine Sklaven wären. Holbrooke, wir sind nicht deine Sklaven! Wir sind nicht deine Sklaven! Holbrooke, wir gehören dir nicht! Wir sind nicht dein Eigentum! Gehen Sie zurück auf den Bürgersteig. Wir sind die freie Menschheit. Da marschiert er davon. Feigling. Okay, wir fahren hier hinten rum. Hey, wie geht's euch? Es gibt mehrere Ringe von Sicherheitsdiensten. Die amerikanische Delegation wird bei jedem Bilderberg-Treffen üblicherweise von der CIA und einer Sonderabteilung der US Army geschützt. Die britische Delegation wird vom MI6 geschützt. Israelis werden normalerweise vom Mossad geschützt. Die Polizei in Ottawa, die in diesem Fall einen Schutzdienst übernimmt, bekommt sehr wenige, eigentlich gar keine Informationen darüber, worum es bei dem Treffen geht. Exactly. Die wissen nicht, wer die Bilderberger sind. Dann gibt es ein privates Eliteunternehmen, welches den Grenzbereich schützt und die Drecksarbeit erledigt, wie das Verscheuchen der Fotografen und das Belästigen der Demonstranten. Das ist der Kleinkram. All die bedeutende Arbeit wird von den Sicherheitsdiensten wie der CIA und dem MI6 übernommen. Vor ein paar Jahren, als meine Beine noch ein wenig kräftiger waren als heute, kletterte ich im Schutz der Dunkelheit über einen Zaun und schlich mich vorwärts. Die Polizisten fingen an zu rufen und auf mich zu deuten. Also rannte ich mit einer Geschwindigkeit, von der ich gar nicht mehr wusste, dass ich noch zu ihrem Stande war. Ein paar Schüsse wurden abgegeben, aber sie flogen weit über meinen Kopf. What the fuck?
Ich meine, die haben mich eingeschüchtert, aber die waren nicht dazu bereit, mich umzubringen. Nicht, wenn die Scharfschützen 6 Meter über meinen Kopf hinwegschießen. Die Bilderberg-Gruppe wurde von David Rockefeller und dann ist ja okay. Rothschilds in Großbritannien und Europa gegründet. Die sind immer noch der wichtigste Machtblock. Baron Evelyn de Rothschild nahm viele Jahre lang persönlich teil. Rothschild ist immer noch vertreten. Man sieht Repräsentanten der Rothschild-Gruppe auf der Teilnehmerliste. Hier, Mr. Burns auch dabei. Sie sind die wichtigste Macht hinter Bilderberg. Royal Dutch Shell ist Teil der Reichtümer der Königin von den Niederlanden. Die Rockefellers waren natürlich immer dick im Ölgeschäft. Das war die ursprüngliche Quelle ihres Geldes. Jim bekam gerade die offizielle Bilderberg-Mitgliederliste samt Briefkopf von seinem Maulwurf innerhalb der Bilderberger. Danke für die Bits, Cousins, Cousin. Ich liebe euch. Werfen wir einen Blick darauf. Springer, Digga, Axel Springer AG, hast gesehen? Hast gesehen oben rechts? Jim, du hast die Liste bekommen. Haben wir bestätigt, dass Wolfowitz hier ist? Denn er ist nicht auf der Liste. Nein, wir haben Wolfenson bestätigt. Ja, er ist auf der Liste. Wolfenson? Steht er. James Wolfenson. Aber gibt es nicht immer Personen, die nicht aufgeführt sind? Ja, im Laufe der Jahre haben wir manchmal eine teilnehmende Person, manchmal drei identifiziert, die nicht auf der Liste stehen. Was für die meisten Leute schwierig zu begreifen ist, ist, wie solch eine kleine Gruppe von 120 Männern und ein paar Frauen eine Bevölkerung von 6 Milliarden kontrolliert. Es ist eigentlich einfacher, als man annehmen würde. Diese Leute arbeiten mit einer systemischen Methodologie, wie ich es nenne. Wenn man einen Apfelkuchen in Bertelsmann auch drauf gewesen, gell? Viele sehr kleine Teile zerschneidet und man an die Spitze jedes Einzelteils einen Mann oder eine Frau seines Vertrauens setzt, dann kontrolliert man die gesamte Organisation durch die Kontrolle über diese Individuen. Huch! Nehmen wir als Beispiel Paul Wolfowitz, der die Weltbank leitet. Durch ihn kann man die gesamte Organisation kontrollieren. Epstein? Was stand da auch? Habt ihr Epstein gelesen? Nein. Wolfowitz meinst du, wa? Paul Wolfowitz. Wolfi, mein Jutster. Kann sein, aber dass Epstein auch da war, sag ich dir so, wie es ist. Exactly. So. Man muss nicht kontrollieren, was der Tellerwäscher oder der Kloputzer denkt, tut oder glaubt. Man muss nur kontrollieren, was er tut und an was er glaubt. Denn dies ist, was die gesamte Organisation beeinflussen wird. So kontrolliert man mit einer zahlenmäßig sehr, sehr kleinen Machtbasis eine Weltbevölkerung von 6 Milliarden Menschen. Die Bilderberger machen große Fortschritte auf dem Weg hin zu einer Weltregierung. Sie haben in Europa einen Superstaat geschaffen, die Europäische Union. Sie beabsichtigen die Schaffung einer weiteren Union in der westlichen Hemisphäre, die sogenannte Amerikanische Union. NAFTA soll auf jedes Land in dieser Hemisphäre ausgeweitet werden. Wenn NAFTA ausgeweitet wird, dann wird es die Rolle einer Nordamerikanischen Union einnehmen. Nur eine informierte Bevölkerung kann deren Pläne durchkreuzen. Wir gingen in die Innenstadt von Ottawa und sprachen dort mit Anwohnern, um herauszufinden, ob sie sich bewusst sind, dass die Elite sich in ihrer Stadt trifft. Kanada war Ottawa. Hey, Ihre Aufmerksamkeit bitte, für einen Moment. Ich muss Ihnen mitteilen, dass eine Gruppe, die sich hier in Kanada getroffen hat, eure Souveränität abschaffen und euch mit den USA und Mexiko verbinden will. Der Alex geht einfach auf Straße und erzählt das so random Leuten, so NPCs, Digga. Die denken sich, Alter, was ist denn das für ein verrückter Onkel? Das ist nicht lustig. Ich meine, das tun, was er amazing findet. Eure Nachrichten werden euch das nicht mitteilen. Das ist todernst. Ich möchte euch das nur wissen lassen. Wie sagt man, das sind die Typen, die die Welt regieren. Die treffen die Entscheidungen für uns. Oh shit, man. Oh gee, Bruder. Und wir gehorchen. Sir, haben Sie gehört, dass die Bilderberger sich in der Stadt treffen? 120 der mächtigsten Menschen der Welt? Nein. Hey, wissen Sie, dass die Elite sich gerade in der Stadt trifft? Haben Sie davon gehört? Alex, ich küsse deine Herz. 120 Gangsterbosse? Niemand von ihnen hat davon gehört. Niemand von ihnen hat von den Bilderbergern gehört. Die treffen sich gerade in diesem Moment. Rund 10% der Leute in der Stadt wussten von der Agenda der neuen Weltordnung.
Aber es ist gut, so Cold Approach. Leute einfach mal auf doof in der Bahn einfach sagen, hier, Eliten treffen sich gerade bei euch, nur dass ihr Bescheid wisst. Wer weiß, der ein oder andere fährt bestimmt nach Hause und googelt irgendwas. Man weiß nie. Als wir zum Parlament fuhren, wusste dort beinahe die Hälfte der Leute, die wir ansprachen, Bescheid. Was sagten Sie über die Amerikanische Union? Ich sagte, es wird letztendlich soweit kommen. Wir wollen es nicht, aber es wird soweit kommen. Warum denken Sie das? Weil die Bilderberger die Welt regieren. Der hat Straßenumfragen gemacht, der Jutzte. Jeder muss das tun, was er amazing findet. Und jeder Style ist gut, wenn man ihn lebt, Bro. Die Trilaterale Kommission ist auch Teil der Bilderberger. Die Vereinigten Staaten, Europa und Asien. Aber das meiste davon ist der Öffentlichkeit bekannt. Niemand möchte glauben, dass Verschwörungen existieren. Dankeschön. Unsere politischen Führer für uns ausgewählt werden, bevor wir über sie abstimmen. Wir hier wissen, dass Bernard Lord Teil des äußeren Ringes ist. Ich war überrascht, als ich las, dass Harper vor der Gruppe im Jahr 2003 eine Rede gehalten hatte. Nach mir hat einen guten Kandidaten gefunden. Im Verständnis gelangt niemand in die hohe Politik, ohne Teil der Bilderberg-Gruppe zu werden. Hinterher findet man heraus, dass das tatsächlich zutrifft. Ja, Bill Clinton ging 1991 dorthin, George Bush Senior so um 1985. Blair genauso. Die, von denen wir annehmen, dass wir sie als Führer wählen, sind bereits zuvor für uns ausgesucht worden. Egal ob linksliberal oder konservativ, die sind bereits Teil der Gruppe. Facts. Denen gehören alle Pferde im Rennen. Denen gehören alle Pferde. In den Vereinigten Staaten beispielsweise haben wir ein Einparteiensystem mit zwei Teilgruppen. Man meint... Ist so. Aber warum... Weißt du... Das sagt der Alex Jones auch. Warum ist er dann so ein heftiger Trump-Supporter? Weißt du, wie ich meine? Wenn das doch Facts ist. Oder hier in Deutschland mit der AfD so ein Kayvon und so. Warum fallen die dann doch wieder darauf rein teilweise? Wenn die das selber schon vor 20 Jahren gesagt haben. Und da so mies in der Recherche drin sind und das alles gecheckt haben. Wie kannst du dann daran glauben, dass irgendein neuer Politiker oder irgendein anderer, der auch im System nach oben gekommen ist und nach oben gelassen wurde von diesen Leuten, dann auf einmal alles verändern wird? Weißt du? Verstehe ich nicht. Ich verstehe das nicht. Nur da denke ich mir dann auch so, ey, wurden die bezahlt, gekauft, irgendwie kontrolliert? Weißt du? Da werde ich suspicious. Zwei verschiedene Parteien. Oder das kommt mir suspicious vor. Nicht, da werde ich suspicious. Genau so ist es. Bill Clinton macht ständig Urlaub mit den Bushes und die nennen ihn ihren Sohn. Die haben das 1991 alles inszeniert und es kam heraus. Es ist einfach alles inszeniert. Die lassen sich Billionen von Dollar nicht einfach entgehen. Die kognitive Dissonanz, die Hoffnung. Die Nachricht ist aber, dass die Leute aufwachen. Wenn man die Menschheitsgeschichte liest und studiert, dann stößt man fast ausschließlich auf Eliten, die versuchen zu dominieren, auf Täuschungen und gegenseitigen Verrat wie bei Machiavelli. In den letzten 50 Jahren hat man es irgendwie geschafft, die Leute im Westen davon zu überzeugen, dass Regierungen anständig wären, moralisch und vertrauenswürdig. Wie konnte das geschehen? Es ist einfach scharfe. Kann viele Ursachen haben. Ja, man kann nur spekulieren, hundertprozentig. Kann auch sein, dass man sich da fühlt einfach, weißt du? Dass man es fühlt so. Kann auch sein, dass man denkt, so einfach dieses Gefühl bekommt. Und wir Menschen sind ja so, wir wollen immer ein bisschen Hoffnung, Funken, Hoffnung behalten. Und dann kommt einer, der dich richtig schön volllabert und dir ein gutes Gefühl gibt. Und dann sagst du, komm. Das kann man meistens nicht erklären. Das ist so wie mit Liebe auch. Weißt du, was ich meine? Das kann passieren auch bei jemandem, wo du eigentlich logisch sagen würdest, nee, aber dein Feeling sagt, let's go. Führen. Leute laufen nur hinterher. Die wollen nicht glauben, dass diese Dinge geschehen werden. Sowas kann nicht sein, wir folgen einfach der Norm. Das ist alles. Es macht das Leben einfacher für jeden. Wie beurteilen Sie den Verlust von Kanadas Souveränität? Ich möchte, dass das Land so bleibt, wie es ist. Und ich möchte, dass die Vereinigten Staaten weiter existieren. In Austin, der Hauptstadt von Texas, war sich die Bevölkerung in einem schockierend geringen Maße der Gefahr bewusst, in der sich die Nation befindet. Haben Sie von der Nordamerikanischen Union gehört? Nicht wirklich, nein. Ich schaue kein Fernsehen. Nein, habe ich nicht. Interessant, davon wusste ich nichts. Ich weiß nicht genau, was Sie meinen. Also, ich denke nicht, dass es eine Verschmelzung der drei Nationen geben wird. Nein, habe ich nicht. Nein. Nein, ich hatte keine Ahnung, dass das vor sich geht. Ja, das habe ich. Oh, Sie haben davon gehört? Ja, nein. Von der großen Demo wissen Sie nichts? Nein, gar nichts. Nein, habe ich nicht.
Haben Sie von der Europäischen Union gehört? Ja, das habe ich. Wissen Sie von der Europäischen Union? Oh ja, natürlich. Haben Sie von der Europäischen Union gehört? Von schon. Haben Sie von der Europäischen Union gehört? Nein. Europa, 15 Mitgliedstaaten und wird ausgeweitet? Eine was? 15 Nationen Europas verschmolzen im Jahr 2000. Whatever. Im Laufe von über 50 Jahren erschuf die Bilderberg-Gruppe auf verdeckte Weise hinter der Fassade von Handelsabkommen die Europäische Union. Jetzt benutzt die Elite das gleiche Programm der Geheimhaltung, um die Nordamerikanische Union zu vervollständigen. Nur dieses Mal findet die Integration in einen Superstaat in Hochgeschwindigkeit statt. Internationale Abkommen wie NAFTA, GATT und APEC waren nur die Sprungbretter für die Formierung der NAU. Die Geburt der Nordamerikanischen Union fand offiziell an der Baylor-Universität im texanischen Waco am 23. März 2005 statt. Die Regierungschefs der Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko erklärten gegenüber den Medien, dass sie sich nur getroffen hätten, um das Thema Handel zu besprechen. Bald sickerte durch, dass während dem trilateralen Gipfel der Sicherheits- und Wohlstandspartnerschaft ein geheimes Treffen abgehalten worden war. Die drei Regierungen weigerten sich, das Geheimabkommen der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Im September 2006 wurde die verräterische Operation ausführlich entlarvt. Vom 12. Ist so, Sonja. Bis 14. September trafen sich im kanadischen Banff hunderte gewählte und für ihren jeweiligen Posten ernannte führende Regierungsfunktionäre Kanadas, Mexikos und der USA unter strenger Geheimhaltung. Am letzten Tag der Konferenz spielte jemand aus dem geheimen Forum der Nordamerikanischen Union der Presse die Agenda zu. Zeitungen in ganz Kanada brachten Artikel darüber auf den Titelseiten. Die Stiftung Judicial Watch forderte unter Berufung auf das Informationsfreiheitsgesetz die Veröffentlichung der vollständigen Agenda sowie der Protokolle der Versammlung. Viele Bundesbehörden lehnten dies ab aus Gründen der nationalen Sicherheit. Die Stiftung hatte letztendlich Erfolg und erhielt tausende Seiten an Dokumenten. Die als von der Geheimhaltung befreit gekennzeichneten Dokumente legen die Struktur einer Schattenregierung offen, die durch die Bestimmungen der Bürokratie und die Exekutivgewalt herrscht. Die tausenden Seiten chronologisieren eine bereits operierende Nordamerikanische Union. Das Verkehrswesen, die Polizeibehörden, die Landwirtschaft, die Rechtsvorschriften, das Bankwesen, die verarbeitende Industrie, das Bauwesen, das Bildungswesen, die Einwanderungsgesetze und sogar die Armeen der drei Nationen werden verschmolzen, ohne dass das Volk oder die gewählten Volksvertreter im Kongress einen Einfluss auf diesen Prozess haben. Krass. In einem der ersten Tagesordnungspunkte auf der Agenda wurde betont, wie wichtig es sei, dass ihr Plan unter dem Deckmantel der Geheimhaltung ausgeführt werde. Die Führungsebene sprach außerdem davon, die Furcht in der Bevölkerung vor dem Klimawandel auszunutzen, um eine auf dem gesamten Kontinent verbindliche Steuer auf CO2 durchzusetzen, mit deren Hilfe die neue Regierung finanziert werden solle. Der den Globalisten hörige Robert Pastor wird unaufhörlich auf der Weltbühne als der Mann präsentiert, der hinter der nordamerikanischen Angleichung steckt. Als er vor dem Kongress aussagte, warb er für die Idee einer kontinentalen Sicherheitsgrenze, welche die nationalen Grenzen auslöschen und die Sicherheitsinfrastruktur verschmelzen würde. Wir schützen die Vereinigten Staaten heutzutage nicht effektivsten an unseren Grenzen zu Mexiko und Kanada, sondern an der Grenze von ganz Nordamerika. Das nordamerikanische Zentralkommando mit Hauptsitz in Colorado Springs im Bundesstaat Colorado leitete offensichtlich das Treffen in Kanada. Im vergangenen Jahrzehnt trainierte das Pentagon regelmäßig zusammen mit mexikanischen und kanadischen Streitkräften und sprach offen darüber, jene in den Vereinigten Staaten einzusetzen, im Falle von Naturkatastrophen sowie zur Zerschlagung von Aufständen. Es dienen bereits über 100.000 Personen, welche keine US-Bürger sind, bei den US-Streitkräften. Das Pentagon eröffnet nun vermehrt Rekrutierungszentren in Mexiko, den Philippinen und in Osteuropa. Große Polizeidezernate im ganzen Land unterstützen Gesetzesänderungen, damit Leute ohne Staatsbürgerschaft Polizeibeamte werden können. Was wir beobachten, ist ein Szenario wie im Film Red Dawn in Zeitlupe. Immer wieder in der Geschichte benutzen Tyrannen Ausländer, um die eigene Bevölkerung zu unterdrücken. Bro. Als der Staatsstreich der drei Regierungen enthüllt wurde, übten sie sich in Schadensbegrenzung. Die Sicherheits- und Wohlstandspartnerschaft inszenierte im Februar 2007 flugs ein Gipfeltreffen im kanadischen Ottawa. Der einzige Weg, auf dem wir Sicherheit und Wohlstand für unsere Bevölkerungen erreichen können, ist diese Kooperation. Ist das nicht die Außenministerin unter Bush gewesen? Wir wohnen ein zusammenhängendes Gebiet, Nordamerika. Wir, die Außenminister, hatten die Gelegenheit, darüber zu sprechen, wie wir in der Region und in der Welt kooperieren.
Protestler, welche ungehalten darüber waren, dass sie ihr Land und ihre Freiheit verlieren, wurden nicht geduldet. Vor ein paar Wochen hat Al-Qaida... In ihren Publikationen äußerten die Globalisten offen ihre Frustration darüber, dass die Bevölkerung nicht auf die jüngste PR-Nummer hereingefallen war. Während die Integration innerhalb der Europäischen und Nordamerikanischen Union beschleunigt wird, werden die beiden Superstaaten auch gleichzeitig miteinander verbunden. Am 30. April 2007 wurde im Weißen Haus ein Treffen abgehalten. Chancellor Merkel. Die heimliche Vorgehensweise der Sicherheits- und Wohlstandspartnerschaft hatte die Öffentlichkeit alarmiert. Dieses Mal verbargen Präsident Bush, Kanzlerin Merkel und der Präsident der EU-Kommission Barroso ihren Verrat erst gar nicht. Ich danke der Kanzlerin und José für den transatlantischen Wirtschaftsintegrationsplan. Auch dafür müssen wir einen gemeinsamen Markt und gemeinsame Standards entwickeln. Das ist wirklich ein sehr wichtiges Abkommen und darüber hinaus ein Abkommen, welches einen transatlantischen Wirtschaftsrat mit sich bringt, der ein permanentes Gremium sein soll. Mit hochrangigen Personen auf beiden Seiten des Atlantiks, die all diese Themen konkret betrachten, um zu sehen, auf welche Art wir die Dinge vorwärts bewegen können. Die BBC berichtete, dass die USA und die EU sich auf einen einheitlichen Markt geeinigt hätten. Durch die Ankündigung der Integration in eine neue Wirtschaftsgemeinschaft wiederholten sie einfach nur im größeren Maßstab, was in Amerika und der EU getan worden war. Laut dem Übereinkommen küsse den Manhattan und los. Wenn beide Blöcke vehement auf eine Annäherung ihrer Regularien in mehr als 35 Teilgebieten hinarbeiten. Von Finanzdienstleistungen über geistiges Eigentum bis hin zu Militär, Bildung, Firmenfusionen und Betriebsübernahmen. Man einigte sich darüber hinaus, gemeinsam eine globale CO2-Steuer durchzusetzen. Wir erkennen, dass die Treibhausgase ein Problem darstellen. Wir stimmen überein, dass es eine globale, ernste Bedrohung ist. Wir stimmen überein, dass es eine Notwendigkeit gibt für die Festlegung einer Obergrenze für die Treibhausgase. Wir müssen eine mögliche Besteuerung von CO2 diskutieren. Wie man das im Hinblick auf die Marktwirtschaft... Bro, hat die Merkel kein Englisch geredet oder was? Da ist ein Übersetzer am Start, glaube ich, oder? In den Industrieländern zum Beispiel überhaupt wettbewerbsfähig umsetzen kann. Ja, Digga, die hat einfach auf Deutsch geredet. Bro, ich küsse doch ihr Herz. Wir haben uns darauf geeinigt, ein hochrangiges Forum zu schaffen. Dieses Fazit der EU und der USA wird in die G8 übertragen und mit den Outreach-Ländern wie China, Südafrika, Brasilien und Indien besprochen werden. Besser aber auch, wenn Deutsche Englisch reden teilweise, das ist halt schon, merkst du ja bei Klaus Schwab zum Beispiel. Das ist auch dann teilweise relativ cringig, so deswegen gute Entscheidung. Eine globale Lösung für ein globales Problem. Merkel konnte doch kein Englisch. Die hat kein Englisch, konnte die gar keine. Ja, damals DDR haben die kein Englisch geteacht, glaube ich, ne? Aber Russisch kann die bestimmt. Oder? Die Bilderberger Erfolg fällt Amerika. All die betroffenen Staaten werden ihre Souveränität verlieren. Bilderberg ist keine Person und keine Idee, sondern ein Ideal. Eine sehr mächtige Gruppe an Leuten, die zusammenarbeiten, um von einer absoluten und ultimativen Machtposition aus jede Verfassung auf der Welt zu zerstören. Egal wie mächtig die jeweilige Verfassung oder das Land ist, das ist, was diese Leute tun. Die Afrika-Union entstand aus der Afrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft, welche in den frühen 1980er Jahren geschaffen worden. Hat immer mit Economy Community angefangen, glaube ich, ne? Die Afrika-Union wird durch ein Konsortium an internationalen Gremien, Regierungen und Konzernen finanziert. Die Armee der Afrika-Union dient als Exekutivgewalt für die Ausbeutung Afrikas durch die neue Weltordnung. In Asien haben APEC und ASEAN Pläne angekündigt, um die ASEAN-Union zu gründen. Die Mitgliedstaaten in Asien und im Pazifikraum bewohnen über 3 Milliarden Menschen. APEC wird die Asiatisch-Pazifische Union werden und die Welt wird in 3 große Regionen aufgeteilt werden, zur bequemeren Verwaltung durch die Weltregierung, deren Rolle die UNO zunehmend übernehmen soll. APEC-Recherche auch interessant. Während die einzelnen Unionen gebildet werden, werden sie gleichzeitig bereits miteinander verschmolzen, um die erste weltweite Regierung zu bilden. Sie versuchen jede... Aber mittlerweile auch nicht mehr so einfach, glaube ich, oder? Mit BRICS und so?
Nation auf Erden zu zerstören, die versucht, wirklich einen Fortschritt zu realisieren. Denn diese Leute sind im Prinzip Großgrundbesitzer. Sie brauchen keinen Fortschritt, weil sie den Grund und Boden kontrollieren. Wenn man die mächtigsten Leute in London betrachtet, die zum Rat der 300 und den Bilderbergern gehören, die britischen Monarchen, die Welfen, der schwarze Adel in Venedig und Genua, diese Leute sind Großgrundbesitzer. Die neue Weltordnung ist die alte Weltordnung. Nur die Namen und die Fassaden haben sich geändert. Das Konzept aber hat sich nicht geändert. Sie schleifen uns mit aller Gewalt zurück ins Mittelalter, in die postindustrielle Weltordnung. Eine Sache, die die meisten Amerikaner ziemlich schockiert, ist die Tatsache, dass in dem 1995 erschienenen Bericht der Vereinten Nationen über globale biologische Vielfalt klar und deutlich dargelegt wird, dass wir für den Schutz des Planeten zu einem feudalen System zurückkehren müssen. Die sagen das offen in dem Dokument. Um eine moderne feudale Gesellschaft zu konstruieren, erfolgt die Implementierung eines standardisierten Ausweises für die Nordamerikanische Union durch die Globalisten, um die Leibeigenen zu verfolgen, sie aufzuspüren und zu kontrollieren, während jene sich in den drei Regionen der NAU bewegen. Unter Ausnutzung der durch die Globalisierung bedingten Vertreibung der Menschen baut die neue Weltordnung mit Hochdruck an der physischen Infrastruktur der Nordamerikanischen Union. Das NAFTA-Superautobahn-Kontrollnetz. Ich bin Arthur Peterson, Colonel der US Army im Ruhestand. Ich sehe heutzutage Dinge geschehen, wegen denen sich mein Freund, der im Zweiten Weltkrieg gestorben war, im Grab umdrehen würde. Crazy. Der Gedanke, dass Leute überhaupt die Beschlagnahmung der Grundstücke und der Häuser von Bauern und Ranchern und deren Aushändigung an ausländische Konzerne wie aus Spanien in Erwägung ziehen, die von Don Carlson kontrolliert werden, ein berüchtigter Sozialist, dass die sich 50 Jahre lang auf texanischem Boden breitmachen können. Der vorgeschlagene Trans-Texas-Korridor wäre ein Flickenteppich aus Superautobahnen und Schienen, der sich über 4000 Meilen von der Grenze Mexikos über Texas nach Oklahoma erstrecken würde. Ein Pachtvertrag wurde unterzeichnet, der die texanische Autobahn 121 zu einer Mautstraße machen würde. Ein spanischer Privatkonzern bekam den Vertrag für Bauarbeiten und das Einsammeln der Mautgebühren mit einer Laufzeit von 50 Jahren. Diese Geschäfte mit Privatfirmen werden größtenteils im Geheimen ausgehandelt und viele Legislatoren des Bundesstaates befürchten, dass Steuerzahler verraten. Das ist miese Recherche hier gerade, Digga. Es geht schon tief auf jeden Fall in die Thematiken rein, aber ist auch sehr interessant, finde ich. Und verkauft. Machen noch, jetzt sind wir fast bei der Hälfte. Wenn ein guter Punkt angekommen ist, dann machen wir Stopp hier und gucken den Rest nächstes Mal weiter. Ja. Kritiker sagen, es wäre eine Gefahr für die nationale Sicherheit. Es sei Teil eines Planes für eine nordamerikanische Integration, der von Eliten aus der Politik und den Konzernen ohne Zustimmung des Kongresses oder der Wähler umgesetzt werde. Hier? Ich glaube, wir machen hier, das geht alles Hand in Hand hier, meine lieben Freunde. Da gibt es keine richtigen Punkte, wo man mal einen Break einlegen könnte, aber eine Stunde fünf... Für den ersten Teil ist es auf jeden Fall okay, glaube ich. Geht insgesamt 2 Stunden, 19 Minuten die Doku, Alter. Heftige Scheiße, Bro. Oh, ich gucke in letzter Zeit echt lange Dinger, ne? Woo! Ich liebe euch, Freunde. Schreibt mal eure Gedanken auf jeden Fall unten in die Kommentare rein. Jeder muss das tun, was er amazing findet. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Teil. Ich liebe euch. Bis dahin. Peace out. Gang. Jeder muss das tun, was er amazing findet.